Weißt du, er läuft ganz schön mit seiner Kettensäge immer mir lang. Ja, Bobos muss man immer in der Regel direkt mit einem Stern bewerten, ist immer so. Ja, dahinter, jo, Sven. Du hast geliehene Zeit. Sven! Hast geliehene Zeit, Sven, alles okay, gut. Okay. Müsste also so. Das hab ich rausgenommen, vergiss es. Total verkauft! Look at my life! Look at my life! Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. Mach schon Menschenhaare nicht. Nee, das sind die waren dann, und dann waren die am Essen, dann haben die mich gefragt, ob ich auch was möchte, ne? Hm. Ich wirklich so, nein. Weil ich dann nämlich gesehen habe, wie die Katze rumgelaufen ist. Indonesien, wild. Oh. Und Polen. Oh geil, wir haben Kubiko. Ne, Kubiko, Kubicio, keine Ahnung. Wie spricht man den aus? Aus Polen, also Kupcio. Kupcio, okay. Und wir haben Lik. Lik mir Moos, oder was? Oh ja. Also, richtig. Wild. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt für krasse Killer kriegen. Oh, ich finde krass, wie wir vom Vergleich damals noch so gemacht haben, so außerhalb. War schon wild. Ich weiß auch noch, Casino-Besuch. Das Casino-Besuch machen. Und dann aber kurz bevor dem Kino-Besuch, nee, doch nicht. Aber wir waren einmal mit Bertie in der Spielhalle. Ja gut, weil er ja dahin wollen musste. Da habe ich aber echt unwohl gefühlt. Ja, ich auch. Die bieten mir ganz einfach an und ich sag nur, nee, danke. Ich bin in der Spielhalle und mach gar nichts. Was soll das jetzt? Weiß ich, also Casino hätte ich, glaube ich, geil gefunden. Ne? Ja, weil da bist du. Casino ist ja auch geil und nicht so Spielhalle. Spielhalle ist ja einfach so. Ja, ich hab 100 Euro und ja, das ist schon wieder 100 Euro zu viel. Wohin damit? Ja, Spielhalle weg. Ja, so eine Art. Die Casino ist ja irgendwie noch, weißt du, da kann ja noch was Vernünftiges bei rumkommen. Ja, so Anzugpflicht auch. Ja, da kannst du ja noch was Vernünftiges machen, ein bisschen Blackjack. Mhm. Und nicht einfach in den Automaten gehen und dann. Hat unser einer Azubi erzählt, also wir haben noch einen Azubi, ne? Mhm. Und der hatte Abschlussfahrt, waren die auch auf hier, waren die auch im Casino. Ja. War nämlich auch Fachoberschule gemacht. Mhm. Und am ersten Tag hat er eben mal so 200 Euro verspielt. Du musst halt. Du, er musste sich anscheinend. Du Dovinus! Ich hasse dich. Es? Nee, mir wurden Einzelgänge weggenommen. Aha. Keine Ahnung, vielleicht haben wir eine Afkacke noch. Weiß es nicht. Ich hab ein Double Gun. Okay, kein AFK-Killer, der bewegt sich. Mhm. Lass mal wieder ein Genf. Ist auch gleich bei mir. Oh ja, aus der Demo. Och nee! Demo! Was hast du denn gemacht? Ich hab ein Gang gemacht, der hat mich rausgezogen, weil ich da nicht wegkam. Was, wäre? Ja, du, ich häng da mal, ne? Die Pip. Die Pip incoming. Weil Sven wieder Sven-Sachen macht. Oh, schmier nicht ab, du Arsch. Ja, toll. Okay, er lockt ihn wenigstens ein bisschen weg. Versuch den mal zu holen. Ah, der David King, die kannst du wieder knicken. Liegt am Namen. Warte. Nehm Medikit. Okay. Nee, die gebufften Demo ist halt immer kacke. Da liegt der. Ja, wo ist denn dein Gen? Der ist hier vorne. Ey, hier Gens finden ist aber auch. Das ist einfach so eine Schmutzmap. Da! Boah, hab ich mich erschrocken. Alter. Ich hab voll die Wasser gezogen. Wow, Sven.
Timo ist doch bei dir? Ja, der kann bei dem. Ja, der kann. Kann ich auch noch. Steckst du ihn ab? Ja. Ah, okay. Mit Geländezeit, also. Für den Pip. Ja, genau. Okay, der jagt. Okay, hat einen tollen Blick auf dich. Ja, das. Weil ich voll der Teamplayer bin. Ich finde der doof. Hat doch nicht nur Blick auf dich? Dann ist wieder weg. Hat Blick auf mich! Massage. Jetzt nicht, ne? Mehr. Bist krass, wenn. Sweeney! Ja. Heilungspunkte vor dir. Heilungspunkte vor dir. Dankeschön. Jo. Ja, wieder in der Mitte. Oh! Viel Spaß! Der kann die Palette einfach so kaputt machen! Du machst das schon, ne? Bist krass. Hilfe, Mama! Nee! Aber bist krass, wenn du machst das. Das tut doch nicht Not. Nimm doch die anderen, die schmecken viel besser. Oh, umdrehen. Na gut, hat er sich auch gedacht. Ehre. Warte, wir großartig Check machen. Mama! Hältst du aus, Sven? Komm. Ja. Gib einen Pip. Ne? Gib viele Jagdpunkte, das ist doch gut. Alter, ich bin fast tot. Das wäre immer nice. Machst du sehr gut. Ja, der Zeit... ja, nice. Erfolgreiche Jagd. Sven, Pip ist drin. Ich brauche erste Hilfe. Oh nee, ich höre schon wieder. Der kommt gewaltig, ne? Ja. Falsche Richtung. Ja, lauf. Lauf. Ach nee. Will er dich? Ja, er hat mich. Ich bin auch hochgerannt. Der will nur mich, weil ich sein Schatzi bin. Und jetzt jagt er die, der versucht hat, mit Taschenlampe zu blenden. Nee, gerade jagt er niemanden. Ah, okay. Ich häng am Haken, weil ich das so gut kann. Ich kann nicht viel, aber am Haken hängen kann ich. Er muss positiv sehen, Sven. Ich hab verdrückt. Na, mach dir nix. Wir gehen nach oben. Lass mal. Okay. Dann rüber. Alter, da wäre ich fast auch gepiekst worden. Ja, da mach ich ja nichts, du bist ja krass. So. So, schnell Punkte holen. Also mit Heilungspunkte und so habe ich schon mal. Also das ist schon mal durch. Das ist gut. Und jetzt wird abgefarmt. Oh nee. Alter. Wie dull ich sein. Okay. Ist hier noch irgendwie ein Gen, den wir noch fertig machen müssen? Ja, bei der anderen Treppenseite. Hatte ich noch einen angefangen. Ja, ich bin noch der Einzige, der noch nicht gehängt hat. Aber jetzt lockt er ihn zu, uns oder wie? Ja, tut er. Oh. In dein Gesicht. Och nee! Svenny! Ja, dann willst du wieder mich haben. Ja, weil du dann down bist. Der ist doch gut, Digga. Beruhig dich. Ich geh nach oben. Mhm. Ich
hoffe nicht, dass er oben ist. Also bei den anderen beiden, ich bin hier gerade mit drei, mit den anderen beiden, also hier ist er nicht. Okay, bei mir ist Ruhe. Sehr gut. Vergiss, was ich gesagt habe. Sehr schlecht. Ich lenke ihn ab. Jetzt verfolgt er mich. Alles gut, Sven. Mach du in Ruhe mal weiter. Jetzt logge ich ihn nach oben. Oh, Alter! Ja, hau rein, Sven, ne? Der ist nach oben. Ich nicht. Was ist denn da oben, wenn... Ich hab mich oben versteckt, weil ich dachte, dass er mich jagt. Svenny, ne! Ja, ich kann wieder nach oben. Er jagt wieder mich. Das ist fies von dir. Gleicher Trick nochmal! Gleicher Trick nochmal! Schade. Hey, was ist mit meinem Geld passiert? Gut, ich häng das erstmal. Easy Snack. Gar kein Problem. Falsche Richtung, Sven. Ah, nice, läuft doch hier. Aua. War schön mit dir, ne? Sven, du schaffst das, ich glaube nicht. Ich will noch nicht sterben. Jetzt macht den Chase des Jahres, Sven. Ich glaube nicht. Ist wild. Ihre? Oh, da ist schon wieder hinter mir. Muss nur lang genug hinhalten. Ey, da hab ich in die Sackgasse gelockt. Der Fiesling. Gelockt, Sven. Bitte dich. Ja, das Kacke, das aussieht wie eine Sackgasse. Also, das ist nicht aussieht wie eine Sackgasse. Das ist ja wie eine Sackgasse und ist auch eine. Mann, du dummes Spiel. Okay, ich bin tot. Ah, ich hab lange hingehalten. Das stimmt. Also, eigentlich müsste das eine gute Runde für dich gewesen sein. Oh. Hey da! Für gut, dass ich Adrenalin wieder mittlerweile wieder dabei habe. Theoretisch ist wieder alles drin. Jo, Pip bekommen. Na klar. Hast gut geheilt und so? Da läuft halt auch schon. Hm. Nice. Na, ich guck nochmal kurz. Die regeln das. Okay, den linken Ausgang muss ich nehmen. Easy. Geil, noch eine Taschenlampe mit raus. Nice, bestes Item. Hoffentlich hat der nicht Blutwächter dabei. Kein Blutwächter. Kein Blutwächter. Kein Blutwächter. Jeet. Allen kommen hier. Allen kommen. Ja, wir haben alle gewonnen, Sven. Mhm. Pip ist gewonnen. Ich hab auch einen Pip. Ja. Easy. Was ist das denn? 3, 8, 1, 15 und 11. Das Matchmaking. Matchmaking. Ich sag jetzt, also es wird mit uns beiden, ist cool. Weißt du, du bist mit Abstand in der niedrigste, hast trotzdem Pip. Ja. Immerhin. Ja, das ist doch gut. Das ist doch gut gemacht, ja. Auf jeden Fall. Aber auf so eine Sache, du kannst dich einfach, zum Beispiel bei seinem Hausarzt oder so, kann man einfach sich mal anrufen und sagen, hier, ich möchte auf die Warteliste gestellt werden, ob das geht. Weißt du, und viele machen das dann. Und dann rufen die dich spontan an, ob du kommen kannst, und wenn dann kannst
Kannst du dich impfen lassen. Machen viele, machen auch viele so. Oder was ich zum Beispiel auch gehört habe, Kinderärzte haben auch noch sehr viele Impfdosen übrig. Also wenn man da anruft, so wild. Easy. Krass. Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich dachte, man muss echt auf einen Termin von denen warten, bis die sie schreiben. Theoretisch kannst du einfach sagen, hey, kann man mich auf die Warteliste stellen. Bei mir ist es zum Beispiel wieder noch ein bisschen anders. Bei mir ist es einfach so, also, du musst so die Vierte auf der Tastatur verstellen bei dir, wo dann drauf steht, Yannick, Impfung. Ja, ich hab eine Streamer Connection halt. Ja, ja. Ach nee, wo sind wir? In der Schule. Muss man, machst du wieder Thumbnail zeichnen? Und ich dachte, wir haben Ferien. Aber ist tatsächlich so, also so, die ältere Generation hatte natürlich Vorrang und so. Aber mittlerweile ist es so, kannst du schon forsten. Noch ein Demo? Ich kann den Killer nicht sehen, ich höre ihn nur. Achso, nur du wolltest nur darauf hinweisen, dass der Killer bei dir ist. Ach. Ja, wie tschüss, immer. Sven. Jedes Mal. Hi, Sven. Falsche Seite. Hi. Oh. Ehrenrunde. Reise nach Jerusalem. Jerusalem. Oh, oh. Sven, die schmiert. Ich hab ihn nicht gesehen, ich schwöre. Ich schwöre auf alles. Was ist über uns? Svenny! Yannick! Bitte fährt sich rein. Nicht verdrücken. Über uns wahrscheinlich. Also. Der fährt bei uns. Der riecht uns. Ja, Snack! Der sieht uns. Boah, der easy. Sieht uns. Gar kein Problem. Kannst du die Gegners? Oh, kann sehen die Gegner. Ist ein Bubba! Wieso ist die Map anders? Sackgasse! Falsche Richtung! Nee! Die Map ist anders! Nein! Oh, Yannick! Will nicht! Ich laufe mit dir hier rum, ist mir so scheißegal, Digga. Ich bin der DBD-Meister. Jeder sollte mit Boba spazieren. Oh Gott, er hat die Kettensäge gemacht. Ja, hat er auch. Jetzt soll ich wieder runter. Und jetzt geht's weiter. Lauf aber bitte nicht zu mir. Keine Ahnung, wo du bist. Ich weiß aber auch nicht mehr, wo wir uns gesehen haben. Alles gut, schön. Also selbst wenn es Kritik war, ne? Alles gut. Ne? Lass mich noch den Geld also, machen. Ne? Wir nehmen Boba, nein! Wir nehmen sehr wenig negativ auf. Ich bin noch nicht fertig! Also wenn du was hast, kannst du immer so sagen. Also, ne? Kritik heißt ja zum Beispiel jetzt nicht hier, ist ja quasi keine Beschwerde, das ist einfach nur so, ne? Muss ja nichts Negatives heißen. Hamsterheuer, ja? Ah, schön, schön, was den Namen schon so drauf hast. Opa hat mich gleich! Na, welchen Killer mag er am meisten? Boah, welchen Killer mag er am meisten? Jo! Hallo, hier ist ja so einer. Ja, wird die Seite wechseln. Boah, welchen mag ich am meisten? Weiß ich, glaube ich, gar nicht. Der hat, wo ist der Weg nach unten? Der hat sehr wenig DBD gespielt, deswegen hat er, glaube ich, gar keinen. Er kennt die meisten nur. Opa, nee! Stell doch noch gar nicht fest, ob wir überhaupt mitmachen wollen. Aua! Also, warum kommt er, um dich zu schlagen? Weil Vatertag ist, ne, Holger ist kein Vater, aber trotzdem will er will er ein bisschen was zum Saufen haben. Ne, kennst du, gibt's ja genug von. Ja. Naja. Oh, du Kacknu, was soll denn das? Svenny, nein! Boba hat mich outplayed! Erst hab ich ihn outplayed und dann hat er mich outplayed. Ja, gut, und das ist ein Camper-Boba. Ja, sind alle Bobas sind Camper-Bobas. Sven, ich sag dir, wie es ist. Achso, doch. Wollte gerade sagen, ich kriege keine Punkte mehr, deswegen. Aber da kriege ich doch wohl. Bin ja so drei Gens beteiligt, ja? Ich bin einfach krass. Ja, du, ich hatte auch fast mein Gen-Pferd, aber war kein Boba an. Alter, dieser Camper-Boba. Sven, der hat dich einfach lieb. Sag dir das. Nee, solche Leute machen das Spiel kaputt. Weißt du, er läuft ganz chillig mit seiner Kettensäge immer mir lang. Ja, Bobas muss man immer in der Regel direkt mit einem Stern bewerten, ist immer so.
Ja, nein, der Jos, Sven. Du hast geliehene Zeit. Sven! Hast geliehene Zeit, Sven. Alles okay, gut. Okay, okay. Müsste also so. Das hab ich rausgenommen. Vergiss es. Total verkauft! Ich komm gerade unten rechts. Ah, stimmt, hab ich ja gar nicht. Ich bin mit der Einstellung jetzt reingegangen. Easy. Ja, kaputt über geliehene Zeit. Ja, geil. Lauf mir so hinterher, da kann nichts passieren. Theoretisch habe ich ihn jetzt, aber habe ich ihn weggefasst. Oh jo, Fernabgang. Theoretisch habe ich ihn auch kurz abgelenkt hier. Sorry, Sven. Oh, Bubba ist auch schon wieder da. Alter, was ist das für ein Tunneler? Wäre natürlich in Ordnung. Das Problem ist nur, also, der macht wirklich keinen Spaß. Das Turnier ist halt noch mega im Fragezeichen, also aktuell ist, sieht es nicht danach aus, als würden wir das Turnier so in nächster Zeit machen. Ganz ehrlich, ne? Das ist ein Fiesling. Das ist ein bisschen das Problem. Das ist ein Fiesling. Weil wir hätten so, wir haben einfach nicht genügend Leute mit, ehrlich, mit Interesse, sag ich mal, dran. Also ein bisschen, definitiv. Das ist ein bisschen das Problem dran. Was willst du von mir? Geh weg. Bist tot? Ich bin tot. Sven! Ja, du! Der hat getunnelt! Hättest mal geliehene Zeit benutzt. Hättest das mal dabei gehabt. Ich wollte dir Hoffnung geben, weißt du? Dass du denkst, boah geil, jetzt schaffe ich alles. Hat nicht gereicht. Ja, geil, das heißt, wir laufen so zur Ecke da zum Abbiegen und auf einmal, bam, haben wir da nichts mehr gemacht. Ich hab geliehene Zeit dabei, ja? Bam, weg. Hey, du, Hoffnung war da! Alter! Minimum an Pip von, also ich hab grad noch so mit 0, also boah. Ich muss erstmal den Killer beleidigen. Nein, musst du gar nicht. Ich beleidige den. Svenny, ach hier war die Seite, ich hab die Seiten verwechselt. Hau rein, Bubi! Oh, nee, ich kann nicht mal schreiben, weil das ein Consolero ist. Oh. Jetzt ist gemein. Bobby, hi! So. Aber das ist eine gute Runde. Nö. Nee? Nö. Willst du nicht? Nö. Nee. Opa, in der Schule ist nicht lustig. Ah, geht klar. Bitte nicht. Der Tunnel ist vorbei. Ja, also theoretisch hast du dich komplett entfalten bei sowas. Das Problem ist nur, wie gesagt, das Turnier steht halt im Fragezeichen. Ja, also ob du überhaupt eng, sag ich mal, jetzt stattfindet. Aktuell ist halt so, ja, vielleicht, vielleicht ja, nicht. Ich Zeit dabei. Ja. Renn mal. Nicht, dass du schreibst ja schon, du brauchst ein paar Wochen. Da lag ich. Will jetzt nicht, dass du jetzt hier ein paar Wochen, sag ich mal, deine Zeit jetzt opfern musst für ein Turnier, was vielleicht gar nicht stattfindet. Ne? Also kaum verstehen würde aktuell ich als Caster, also ich würde nur moderieren, ich würde nicht mitspielen. Sven wahrscheinlich, Holger. Ansonsten, keine Ahnung. Und theoretisch Arm kannst du immer weglassen. Das kann sich voll entfalten. So. Weil Bubba ein Stern. Ja, wieder ein Pip. Ja, siehst du, Sven, du machst gutes Matchmaking. Guck dir das an. Rang 9, Rang 15, Rang 12, Rang 14. 3. Mhm. Ich finde schade, dass morgen schon wieder resettet wird. Aber jetzt kommen doch alle auf Rang 20, oder? Oder haben sie es immer noch nicht gemacht? Es wird nicht offiziell gemacht, deswegen keine Ahnung, wann das. Irgendwann wird so. Irgendwann machen die das, aber wann ist. Weiß man nicht. Ah, okay. Feel my pain.